So, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. 26. Tag im Sommer, erstes Jahr, 17.434 Gold und 15 Stunden Spielzeit schon. Das ist schon krass. Haben wir einen schönen, netten Kommentar bekommen. Und zwar von jemandem, der wohl schon relativ ausführlich Stardew Valley spielt. Und zwar geht es um die Vogelscheuche, die auch bei mir draußen rumsteht. Da hat es Skyfighter 2002 geschrieben: Die Vogelscheuche beschützt deine Felder in einem Umkreis von 8 Felder in jede Richtung. Das ist cool. Das ist wirklich, das ist cool. Gucken wir gleich nochmal. So, Wetterbericht. Ui, schon wieder ein Blitz- und Donnersturm hier. So, hier seht ihr, in jede Richtung 8 Felder. Das heißt also, hier habe ich gerade mal 2 Felder, da habe ich auch nochmal 2 Felder. 1, 2 Felder hier. Also ich bin gerade mal mit 2 Feldern. Das heißt, ich kann sie schon ziemlich weit später noch wegstellen. Und sie beschützt mich trotzdem noch. Das finde ich echt cool. Ja, danke auf jeden Fall für den Tipp. So. Haben wir noch vom Müll? Nö, Batterie ist ein Naturgut. Wir können noch Golderz schmelzen. Habe ich noch irgendwo Gold? Da haben wir noch Gold. Ein paar mehr Dinger hier, ne? Ein paar mehr Golderze. Kostet natürlich ein bisschen was, aber na gut. Trotzdem wichtig. So, ups. Das war ein Kohlebrennofen. Eine Mario-Maschine konnte ich... Doch, müsste ich machen können. Der hat Kristall, aber erstmal werden wir natürlich unsere Tierchen pflegen, natürlich, selbstverständlich. Oh, neuer Honig. Na, oh, der geht schnell. Ich denke, ich werde mir noch ein paar mehr von den Bienendingern machen. Da brauche ich natürlich ein bisschen Ahornsirup. Apropos. Zapfhahn. Holz und Kupferbarren. Ich mache noch zwei, drei Stück. Holz und Kupferbarren. Ich habe nur noch einen Kupferbarren. Ich hoffe, ich habe woanders noch welche. Holz. Da habe ich Holz. Gut. Sieht schön aus, mein Kupfervorrat. Echt cool. Ich denke, da werde ich demnächst mal wieder in die Mine gehen und mich von unten nach oben durch an. Hier habe ich noch genug Kupfer, alles gut. Dann brauche ich noch Kohle. Und Kohle kriege ich ja, wenn ich Holz hacke. Ich würde ganz gerne halt mehr von diesen Ahorn-Dingern. Das ist ja sowieso, wird mal weggemacht hier. Die Bäume hier kommen weg. Und weiß immer nicht, wo ich die anderen hingepflanzt hatte. Ich glaube, da oben hin, ne? Nehmen das Häuschen. Das ist eine Kiefer. Was auch immer mir die gegeben hätte. Hier oben müssten die Tiere. Irgendwie ist einer weg. Sehr merkwürdig. Ach so. Wahrscheinlich. Ja klar, weil das Häuschen wahrscheinlich da im Weg ist. Gehe ich mal von aus. Deswegen funktioniert es nicht. Das denke ich, dass das sein wird. Ach, nichts Neues. Ja, hier ist auf jeden Fall einen. Ich hatte den, glaube ich, zu weit, zu nah ins Haus angepflanzt. Das kann sein. Ärgerlich. So, den Honig habe ich dabei. Dann wollte ich ganz kurz meine Tierchen füttern. 1, 2, 3, 4. Oh. Kein großes Herz. Kein großes Ei. Na gut. Zieh dich. Eine Mayonnaise-Maschine wäre ganz cool. So, ich habe neuen Honig. Was kann ich denn mit Honig machen? Ich glaube gar nichts, oder? Ich brauche noch meine Kohle, die ich irgendwo abgegeben habe. Da. Ich brauche neue Kohle, das ist unglaublich. So, das zum Schmelzen. Wunderbar. Ich glaube, die Kupferdinger, die Golddinger brauchen noch eine Weile. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen rum und schauen. Na, jetzt hat sich so, wie ich schon beim letzten Mal auch gesagt, der Alltag ein bisschen eingependelt. Wir machen ja am Tag öfters das Gleiche. Aber das gehört nun mal dazu. Machen natürlich immer mehr Kohle. Und versuchen immer weiter auszubauen, aber das wiederholt sich dann halt leider. Deswegen ist halt so, wer hier was anderes erwartet, ist halt kein Harvest Moon. Maru, ich bringe dir eine Weintraube, ist kein Ding. Maru war, glaube ich, da oben gewesen, ne?
Ich weiß immer nicht, wo dieses Schreiner-Ding ist. Hier. Was ist denn das neben dem Gemeinschaftszentrum da hinten? Was ist denn das? Ach, das ist der Spielplatz. Ah. Der Spielplatz. Und da wurde mir natürlich auch gesagt, das, was ich natürlich mir auch schon gedacht hatte. Die ganzen Gold-Items. Oh, eine Weintraube, sogar eine Lila, ne? Ist ja interessant. Dass wir die ganzen Gold-Items natürlich lagern sollen und die nicht verkaufen sollen. Ja. Ich versuche natürlich auch irgendwo nicht auszugeben, weil Gold ist ja gerade. Bringt natürlich auch mehr Gold, ne? Wurde mir auch geschrieben. Wir gehen mal zu Maru. Wir versuchen es mal. Ob wir sie hier gleich irgendwo treffen. Mal gucken. Weiß auch gar nicht, wo die arbeitet. Und jetzt wollen wir, glaube ich, erstmal wieder entweichen, bevor wir die Geister wieder glücklich machen können. Kein Plan, wann wir da nochmal richtig schön. Oh Gott, hat er mich jetzt erschrocken. Aber ist doch nicht Maro. Doch, da ist Maro. Guck mal an. Ach, ist das nervig. Demetrius, hast du irgendwas Schönes für mich? Wenn du mir und du und Maro Freunde wären, bin ich mir sicher, dass sie dir das Teleskop hinten zeigen wird. Ah, ganz schön aufregend, was? Das ist ja cool. Ah, hier war Sebastians Zimmer, ja. Ja, heute können wir natürlich noch verkaufen und das wäre auch möglich noch. Hofgebäude errichten. Das nächste, was ich mir, glaube ich, kaufen werde, ist ja eigentlich ein Silo, oder? Oder ein Schuppen. Ein Schuppen könnte ich sogar. 300 Holz habe ich dabei, 15.000 Gold. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. So, Maru, ich weiß nicht, kommst du irgendwann nochmal raus? Wäre natürlich schade, wenn ich die Mission nicht abschließen könnte, aber ich gehe erstmal, wenn sie nicht rauskommen möchte. Gehe ich erstmal an den Strand. Gucken wir, was wir da noch Schönes finden. Ja. Sich mit den Leuten anzufreuen, wird auch keine einfache Sache werden. Gerade wenn man hier nur zu tun hat, neues Zeug aufzubauen und so weiter, und dann parallel noch nebenbei Freunde zu finden, das ist ja mal, nicht so einfach. Oh, gleich noch eine Muschel. Ein Pelikan. Leider keine. Keine Würmchen. Ich habe hier ganz viel Müll, was ich umwandeln könnte. Na huch, was ist da denn passiert? Was hat hier gerade vielleicht ins Wasser gedingensend? Geblitzt ins Wasser? Keine Ahnung. Ey, gib mir doch mal ein bisschen mehr Regenwürmer hier oder ein bisschen mehr Lehm. Wahrscheinlich muss ich hier wirklich umhacken, aber ich finde halt nichts. Oder wurde natürlich auch gesagt, in den Minen, da kann man wohl auch umgraben. Mal. Ich sagen, schauen wir nochmal bei Maro vorbeigehen, dann ein Stück in die Mine. Und gucken, ob wir da irgendwo Lehm herkriegen. Ich würde schon ganz gerne das Silo bauen. Das wäre schon sehr cool. Kann ich mir mal halt mein eigenes Heu anbauen. Will mich das teure Heu kaufen. Weil die Lagerhalle ist auch nicht schlecht. Aber 15.000 Gold, das ist so teuer. Da. Oh, das ist genau der richtige Antrieb von meiner neuesten Erfindung, Darky. Danke. Das finde ich natürlich ganz cool. Dass durch diese täglichen Missionen. Jetzt habe ich zwar bei ihr noch kein Dings bekommen, ist aber nicht so schlimm. Hier, ein Zwerg. Guck mal an. Dass für die täglichen Missionen man halt automatisch dann so ein bisschen die Verbesserung für die Einheit, also hier für die Dings bekommt, die Herzen, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, ich baue das Ding ganz einfach. Der Innenraum kann eingerichtet werden. Wer hat
wäre ganz cool, so ein Lagerhaus zu bauen, ne? Das wäre schon mega edel. 15.000 Gold. 300 Holz, wie groß? Ach, der ist ja klein. Der ist ja super klein. Hier würde ich an Hawaii eigentlich. Doch, hier passt das ganz gut, oder? Der ist ja super klein, ey, mal gucken, was wir damit machen können, ne? Oder wahrscheinlich kann man da insgesamt reingehen, oder? Wie unser Haus. Ich würde es ganz gerne hier hin machen, ganz ehrlich. Ich würde es ganz gerne hier hin machen. Hier oder hier, ist die Frage. Ja, wir machen es mal hier hin, damit wir die Katze da nicht stören. 15.000 Gold. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, in deinem neuen Hofgebäude Schuppen zu arbeiten. 240 Gold. Und noch 7 Holz. Yay! Du müsstest also ein bisschen Holz hacken. Ich glaube, jetzt habe ich gar keine Zeit mehr in die Mine zu gehen. Sondern muss halt Holz hacken. Hier oben bringt es gar nicht, Holz zu hacken. Das fällt eh wieder um, der Baum. Ah, ich gehe Holz hacken, Leute. Ich brauche Holz. Da habe ich die Mission erledigt. Das ist schon mal sehr schön. Ich habe gesehen, die Goldbarren sind fertig auf meiner Range. Ranch. Auf meinem Hof. Da würde ich sagen, gehen wir gleich mal dahin. Also mit dem Nachwachsen von den Bäumen finde ich sehr, sehr cool. Wie hat man denn Harvest Moon Dings bekommen? Holz. Auf Masse. Fällt mir gerade. Ich versuche mir gerade so ein bisschen ran zu erinnern. So ein bisschen hier Dimensionen, Vergleiche zu schaffen. Da konnte man keine Bäume schlagen, bin ich der Meinung. Sowas gab es da damals gar nicht. Aber doch, es gab Baumstümpfe. Also es gab Baumstümpfe. Es gab halt keine Bäume, sondern halt Baumstümpfe. Aber wenn ich mich irre, dann korrigiert mich gerne in Friends of Mineral Town. Da ist es. Ach, wie cool. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil werden. Dass ich da einfach alle Kisten reinpacke. Ach ja, guck mal, jetzt kann ich noch hier. Eigentlich wollte ich zwar Holz abbauen, aber ich kann die auch ein bisschen sauber machen. 15 Steine. Ist so krass, dass sie wirklich stärker wird, die Waffe. Das ist schon, ja, die Hacke. Eine gefrorene Gerude behalte ich natürlich. Ich brauchte das für irgendein Rezept. 10 Stück davon, glaube ich. Ich muss sagen, der Berghof hat sich bisher schon sehr, sehr rentiert, muss ich gestehen. Macht sehr gute Arbeit. So, wir haben hier ein bisschen was wegkloppen. Die Steine erstmal wegmachen, das finde ich schon wichtig. Warum muss man wieder die Sense rausholen? Weil ich auch gar nicht weiß, warum, oder. Na gut, die Gießkanne kann man halt in dem Sinne verbessern, dass sie halt mehr Wasser hält. Aber die Hacke? Ich glaube, die Hacke konnte man auch verbessern, ne? Das finde ich irgendwie ein bisschen Schwachsinn. Das ist irgendwie nicht so sinnvoll. Ich wollte bauen, diese Zapfhähne, Kupferbarren, siehst du, da wollte ich erstmal Kupfer machen. Wichtig. Batterie schon wieder, nice. Oh, die haben alle fertig. Goldbarren, Batterien, Eisenerz, Kohle bleibt natürlich noch. Oh, das wird so geil, wenn ich da ein Lagerhaus habe und das dann hoffentlich mal ein bisschen sortierter habe. Das wäre schon cool. Das wäre schon wirklich cool. Wir behalten das hier mal und das hier mal. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Holz. Gehen wir mal hacken. Auf jeden Fall mehr von diesen Sprinklern, von diesen Zapfhähnen. Ein Ahornsirup ist alle paar Tage, ist einfach viel zu wenig. Ich denke schon, dass der Baum auch noch im Sommer, Herbst noch da sein wird. Dass der Zapfhahn da bleiben kann. Haben wir nichts Schönes. Können wir wieder was Schönes kaufen? Hi, Schwarzbarsch. Ein Kürbis. Preiselbeeren. Kugelfisch. Ich
Ich meine, hierfür brauche ich ja schon noch einiges, ne? Gerade so den Kugelfisch hier, diese exquisiten. Aber sich das zu kaufen ist auch total langweilig, oder? Große Milch, Maki-Rolle. Ich könnte mir so vieles kaufen. Im Herbst. Ach, siehst du, die seltene Saat wollte ich noch. Genau. Die werde ich dann aussäen. Aber ich will es natürlich auch ein bisschen selber machen, ne? Jetzt zu kaufen wäre langweilig. Das Gold, das kann man ja auch sparen. Ich meine, da sind ja 8 Stellen für das Gold übrig. Das heißt, wir können da locker 10, 100, 1 Million, 10 Millionen, also 99.999.999 Gold können wir erreichen. Ist natürlich mein Lebensziel für dieses Spiel. Natürlich nicht. Schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Also ich denke mal, später werden wir schon sehr, sehr viel Kohle machen, weil wir halt auch nichts mehr ausgeben oder kaum noch was ausgeben werden, wenn wir das ganze Teure gekauft haben, die ganzen Gebäude. Ich meine, dann brauchen wir auch nichts mehr. Oder? Sehe ich das anders? Sehe ich das falsch? Ich würde ganz gerne noch welche von diesen Ahorn-Dingern haben. Ich glaube, da muss ich noch ein paar anpflanzen. Wenn wir da oben noch ein paar Ahornbäume anpflanzen, da wo das andere Ding schon ist. Oh, ich habe gleich keine Energie mehr. Dann geht's ab nach Hause. Ich meine, ich habe 263 Holz jetzt. Wie gesagt, man kriegt hier ziemlich viel Holz, wenn man ein bisschen farmt. Die Küche können wir können uns durchaus als nächstes unser Haus verbessern für 10.000 Gold und 450 Stücke Holz. Versuchen wir mal. Das Schwert, denke ich mal, kann ich jetzt erstmal ablegen. Jetzt ist nicht geplant hier in die Mine zu gehen gerade. Keine Batterie. Was eine Sauerei. Ich brauche ein paar Ahornsamen. Denke schon, dass die auch im Herbst noch wachsen werden. Ist das ein Baum? Verdammt, ist es. Aber es ist sogar ein Baum. Sehr schön. Na gut, dann lasse ich den gleich mal so. Der hat 1, 2, 2 Pfeile Abstand. 1, 2. Hier müsste ich ihn hinsetzen. Geht sogar. Nice Sache. Dann setzen wir hier drüben noch 2 hin, würde ich sagen. 1, 1, 2. Hier. Oder hier. So, hier kommt dann auf jeden Fall noch mehr Bienenstöcke hin. Dafür brauche ich ja den Ahornsirup. Aber schnell. So, dann habe ich einige Barren und damit kann ich jetzt mir neue Zapfhähne basteln. Wäre ganz cool, wenn ich natürlich auch schon die Bäume hätte dafür. okay. Aber ich kann hier schon mal einen ransetzen. Die anderen Zapfhähne müssen halt noch ein bisschen warten. Oh, zack, 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 zack. Was wollte ich machen? Bienenstöcke. Aber wie gesagt, haben sie auch brauche ich dafür. Mayonnaise-Maschine brauche ich einen Erdkristall, Kupferbarren, Holz und Stein. Kupferbarren, Holz und Stein. Na, da reicht eine Maschine, denke ich mal. Oh wei. Wenn es auch wieder so langsam geht. Erdkristall, Holz und Stein brauche ich noch. Wo habe ich das Holz hingemacht? Ach, shit, irre, ey. Dafür ist natürlich dann das Lager aus. Mega geil, wenn man dann wirklich. Will ich unten hinsetzen? Ups, eins reicht. So, daraus wird jetzt Mayonnaise gemacht. Cool. Ich brauche ein wenig mehr Kohle. Hab nicht mehr so viel. Es ist schon 23 Uhr, würde ich sagen. Schlüpfe ich mal ins Bett. Natürlich nichts verbessert, weil wir auch nichts gemacht haben. Oh, es regnet schon wieder. Sehr schön. Brauchen wieder nicht gießen. Wobei, gießen tun wir ja sowieso schon nicht mehr. Sprinkler. Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Tanz der Mondlichtquallen. Für den Tanz der Mondlichtquallen. Die Festivitäten finden am Strand statt, beginnt zwischen 22 und 0 Uhr. Okay, also am Abend erst. Das ist natürlich sehr schön. Dann habe ich hier sehr, sehr viel Zeit, noch den Tag zu nutzen. Oh, da arbeitet es schon, sehr gut. Hopfen, danke sehr. Nee, die Sprinkler sind im Weg. Guck mal, da ist noch ein Sprinkler, der ist total unnötig.
Naja, soll ja nicht die Dings gießen, die Vogelscheuche. E-Mais, sehr nice. Cool. Alter, wie schnell diese fertig sind, ist so krass. So, hier haben wir auch noch was fertig. Gelee, Gewürzbeere, Gelee, Weintraube, Hopfen eingelegt. Goldhopfen. Weintrauben, nö. Nichts Goldenes hier vergeben. Ein Sprinkler habe ich hier anscheinend nicht. Eine Tomate kann ich machen. Na, wobei, Tomate eingelegt. Eingelegte Tomate. Roten Pilz ging nicht, oder? Nee. Ei? Ei essen? Nein, natürlich nicht. Was bringt mir das? 15 Energie, 10 Gesundheit. Das ist doch super. Machst mich irre, ey. Hab das jetzt mal essen zu wollen. Pilze? Eigentlich die Pilze? Auch nicht. Schade. So, mein Kupfer ist gleich verbraucht. Sehr gut. Haben wir noch Kupferbarren. Trotzdem noch die Frage, was kann ich einmachen? Hopfen kann man nochmal machen, theoretisch. Ich meine, davon habe ich noch einige. Blaubeeren. Ah, nochmal ein Hopfen. Na, Hauptsache die Dinger sind benutzt, weißt du? Wäre Verschwendung, wenn sie jetzt dastehen würden und nichts passiert. Na gut, Mayonnaise ist fertig. Sieht streichbar aus. 1, 2, 3, 4. Erstmal alle umarmen. Pack, pack. Ja, neues Hell könnte ich mir auch mal leisten wieder. Sollten wir schon fertig sein, oder? Jo. Ach, ist das herrlich. So, haben wir hier was Schönes neues. Ahornsirup, geil. Das heißt, ich kann ein neues Bienending machen. Die werden natürlich wahrscheinlich im Winter sinnlos sein. Neuen Bienenstock, Eisenbarren und Holz brauche ich dafür noch. Habe ich natürlich. Alles da. Ist dann nicht mehr viel Holz, auch nicht mehr viel Eisenbarren, aber ist egal. Oh, Bienen nebeneinander hier. Zack. Haben wir schon mal einen zweiten Bienenstock. So, Erze. Haben wir noch ein paar Erze? Na klar, haben wir ein paar Erze. Muss man nur finden. So, da haben wir noch Golderz und Eisenerz. Ich denke, ich werde das mal Eisenerz benutzen. Oh, guck mal, das ist noch Holz. Ja, hab ich ja gesagt, das ist noch nicht alles gewesen. Okay. Sie baut fleißig. Wir gehen, wahrscheinlich dürfen wir nicht zum Strand, wenn da die Vorbereitungen stattfinden. Oh, eine Batterie, hi. Kann ich die verkaufen? Ich versuche mal, die zu verkaufen. Ich meine, ich habe jetzt 3 Stück davon. Ja, kann ich. Mal gucken, was sie mir bringen. Ohne Strand, habe ich gerade kein Ziel. Mal gucken. Was haben wir denn da Schönes? Eine Morchel. Die brauche ich auch noch für die Geister. Da kann ich auch noch eine Kiste. Ich bin echt mal gespannt auf das Haus, ganz ehrlich. Was das wird. Können wir noch eine schöne Kiste machen für die Items für. Na, ihr wisst schon. Hier mal ein bisschen Holz hacken wieder. Oder eine Mine? Hm. Nein, die Mine habe ich jetzt. Nein, ich gehe Holz hacken. Brauche mehr Holz. So viel habe ich gar nicht mehr. Ihr habt ja gesehen, die ganzen Gebäude kosten so viel. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal eine ganz kurze kleine Pause, meine lieben Freunde. Denn die Zeit ist schon wieder rum.
machen in der nächsten Folge dann weiter von Stardew Valley. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst gerne mal wieder einen Kommentar da, falls ihr irgendwelche Verbesserungen und so weiter habt. Immer her damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.